Guten Morgen! Ein neuer Tag bricht an und wir sind heute auf dem Weg zur Whisky-Insel. Ja, genau. Und das Video heute geht ein bisschen um Zwischenstopps. Wir sind in einer Ortschaft, die nennt sich Glencoe. Hier gibt es ein Folkmuseum und später wollen wir uns noch einen Wanderweg ansehen. Ja, und wie immer folgt uns auf unseren wunderbaren Abenteuern. Bin platt. Ja. Das urige, aus dem 18. Jahrhundert stammende, strohgedeckte Haus lädt zum Ausflug durch die Jahrhunderte ein. Das kleine, aber feine Museum konzentriert sich dabei hauptsächlich um Ort und Umgebung. Warum ist hier ein Bild von Robb Stark? Verstehe. Hier, die The Red Wedding, War inspiriert vom Massaker von Glencoe. Holy shit. Dinge, die wir noch nicht wussten. Die sehr kurze Kurzfassung des Massakers. Um 1692 befahl der König, dass alle schottischen Clans einen Treueeid zur englischen Krone ablegen müssen. Doch die Clans im Clancode zögerten in den Augen des Königs zu lange. Als sie den Eid endlich leisten wollten, war es schon zu spät. Am 13. Februar traf Robert Campbell im Auftrag des Königs in Glencoe ein. Da man nichts Böses vermutete, wurden er und seine Männer nach Regeln der Highland-Gastlichkeit untergebracht. Campbell spielte abends noch Karten mit den Clanleuten und nahm ein Essen mit dem Oberhaupt ein. Doch am frühen Morgen des nächsten Tages, als alle noch schliefen, ging er von Haus zu Haus und tötete im Königsauftrag mit seinen Soldaten 38 Männer Glencoes in ihren Häusern. So, das war das Museum. Wie fanden wir es? Klein und süß. Ich denke, ihr seid da in 20 Minuten maximal durch, wenn ihr nicht irgendwie totale Geschichtsfreaks seid und wirklich den kleinsten Schnipsel lesen wollt. Ja, ansonsten spielt unsere Musik, wir fahren weiter. Etwas außerhalb folgten wir nun den Spuren zum Lost Valley Trail auf der A82. Die gleiche Straße, welche einst James Bonds Aston Martin nutzte. Die tolle Landschaft um Glencoe wurde nämlich im Film Skyfall benutzt. Wir mussten leider abends eine Fähre erwischen, daher konnten wir nicht den kompletten Trail ablaufen. Vom Lost Valley Parking Lot kämpften wir uns aber eine Stunde in das malerische Tal vor. Aber selbst dieser Kurzausflug in die Berglandschaft gefiel. Endlich mal mitten in den Highlands sitzen, keine Seele weit und breit. Wir krönten den Trip mit einem Picknick in den Hügeln.
da ist sie nun endlich. Fähre ins Whisky-Paradies. In der nächsten Episode entführen wir euch auf die Insel Isla und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auch dabei wieder begleiten würdet. Vielen Dank von SBK on Tour.